Die erste Attacke gegen ORF-Moderator Armin Wolf startet Verleger Christian Mucha. Er beschwert sich, dass man als guter Journalist Meinung und Information trennen müsse. Armin Wolf mache aber einfach Leute herunter und das mit einem arroganten Gesichtsausdruck und einer abwertenden Gestik. Vom ORF erwartet sich Mucha allerdings eine unabhängige, faire, seriöse Information und respektvolle Fragestellungen. Im Fall Pröll sei dies ganz und gar nicht der Fall gewesen. Niederösterreichs Ex-Landeshauptmann gegenüber habe er sich bösartig, respektlos und arrogant verhalten. Kurz darauf legt ORF-Online-Chef Thomas Brandner nach. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei es unzumutbar, wenn sich das TV-Studio regelrecht in einen Verhörraum verwandelt. Das Bekenntnis zu kritischem und investigativem Journalismus heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will, erklärt Brandner. Fairness, Korrektheit und Respekt gegenüber einem Interviewpartner schließen harte Interviewführung nicht aus. Neben der Art der Interviewführung kritisiert der ORF-Online-Chef auch Armin Wolfs Nutzung von Social Media. Seine Postings dienen oft mehr der Eigenprofilierung und der Marktwertsteigerung als dem Unternehmensinteresse. Die Aussagen von Thomas Brandner sollen mit ORF-Generaldirektor Alexander Wabretz abgestimmt gewesen sein. Verleger Christian Mucha vermutet längst einen politischen Machtkampf zwischen Wolf und ORF-General Wabretz. Wolf sei der heimliche Regent des ORF, der jedem Generaldirektor täglich die Schweißperlen auf die Stirn treiben muss, sagt Mucha.